Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet der Super Mario Brothers Film, Super Mario als Film für irgendeinen Culture War Scheiß genutzt wird. So, ich weiß gar nicht, wie viele Leute davon im deutschsprachigen Raum überhaupt mitbekommen, aber es ist so ermüdend, gerade zu so einem Standard 0815 Film, das irgendwie so zu sehen, dass die Trailer kommen raus und dann regen sich Leute drüber auf, oh, Peach ist zu Girlboss und nein, oh, wie schlimm ist das denn? Wenn Leute irgendwie mitbekommen, dass Frauen irgendwie auch kompetent sein können. Oh nein, grauenhaft, sonst was. Dann kommt der Film raus, er ist erfolgreich. Dann wird die Narrative gedreht. Also nein, weil der ist ja erfolgreich, weil er ja anti-woke ist, weil er, oh nein, zwei Italian Plumbers als Protagonisten irgendwie drin hat und die vorigen Sachen werden vergessen. Es ist so, Leute, können wir einfach mal in dem Fall bei so einem Film aufhören mit dem Scheiß? Und dann geht das ja noch eine Ecke weiter und es muss dann wieder dieses weitere Narrativ aufgebaut werden von Kritikern gegen die normale Zuschauerschaft, dass es so dann auf Rotten Tomatoes geguckt wird und oh nein, die Kritiker fanden den Film nicht so toll wie die Fans, für die das dann eher gemacht wird und die dann ihre Brand-Loyalty haben und bei allem klatschen, was einfach nur Nintendo-Logo irgendwie drauf hat. Und nirgendwo werden tatsächliche Argumente gebracht. Die ganze Zeit wird einfach nur mit irgendeinem Bullshit-Bingo hin und her geschissen. Und ich bin's irgendwie leid, dass es dann immer nur über so eine Kacke gesprochen werden muss, statt über den tatsächlichen Film. Und deswegen machen wir das einfach mal hier an dieser Stelle. Holy shit, wir sprechen jetzt mal wirklich über den Film. Ich weiß, ich bin spät dran, aber ich habe den gestern erst gesehen. Ich bin vorher nicht dazu gekommen. Ich habe den auch im O-Ton gesehen. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen, falls jemand das Video zu dem ersten Trailer von mir letztes Jahr gesehen hatte. Ja, ich musste auf jeden Fall sagen, dass sehr viele von den Stimmen im Deutschen und vor allem im fucking Französischen besser waren und eben auch die japanische Synchro fand ich war sehr interessant. Und ich hatte so ein bisschen mit mir gerungen, in welcher Fassung ich den jetzt gucken werde, aber dadurch, dass jetzt die englische Fassung ja an sich die Standardfassung so ist und dass ja auch Entscheidungen im Film da sind, ne, zum Beispiel die Gesangseinlage von Bowser, die ist nur da, weil Jack Black die Rolle im Original spricht. Das ist eine Jack Black Improvisationssektion, wo er einfach so mit seinem Peaches, 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 so das ist einfach Jack Black, der Jack Black macht und dann das dann genutzt wurde für Bowser. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, ne, so als grundlegende Basis, das ist wie der normale Schwierigkeitsgrad zu nehmen in einem Spiel, der erste Playthrough, das mache ich dann eben in der englischen Originalvertonung sozusagen. Und wenn der Film dann demnächst irgendwann auf DVD oder so rauskommt, DVD Blu-ray rauskommen wird, werde ich mir wahrscheinlich irgendwie nochmal eine Blu-ray davon holen, gucken, dass da eben auch möglichst viele Sprachen drauf sind. Und dann werde ich mir den wahrscheinlich nochmal in zwei, drei anderen Variationen einfach mal anhören oder einfach zwischendurch durchwechseln, um das nochmal zu haben. Aber ne, ich weiß, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen spät dran, aber ich glaube, deswegen können wir das jetzt Ganze auch direkt ins Spoiler-Territorium, also wirklich, also das ist, ich weiß nicht, ob man bei diesem Film überhaupt von Spoilern reden muss, wenn man das Narrativ weiß, irgendwie, oh, Bowser will Peach entführen, beziehungsweise sie dazu zwingen, ihn zu heiraten und ansonsten wird er das ganze Mushroom Kingdom und alle Kingdoms übernehmen, aber der macht das sowieso und Mario ist jetzt da, um ihn zusammen mit Peach und der Kong Army, die sie irgendwie holen müssen aus irgendeinem Grund, dann zu besiegen, so, okay, ne, also ich glaube, braucht man jetzt nicht wirklich Angst vorhaben, aber ich will es einfach nur sagen, so, der Film ist jetzt eine Zeit lang raus, ich habe ihn jetzt eben endlich erst gesehen und dann können wir, glaube ich, auch so auf der Basis ganz gut darüber sprechen. Und ich habe es jetzt schon in den Titel reingepackt, wahrscheinlich natürlich auch, um damit Leute jetzt direkt schon angefeuert sind, ihre negativen Kommentare zu lassen. Das haben sie wahrscheinlich auch schon am Anfang gemacht und das Video wieder verlassen. Aber ja, ich fand den Film schmerzhaft mittelmäßig. Ich habe auch nichts mehr erwartet, also das, was ich erwartet habe, habe ich letztendlich auch bekommen. Gerade bei den was die Animationen betrifft und eben auch so grundlegende Dinge eben auch wie Kameraarbeit, Editing und alles, einen sehr kompetenten Film bekommen. Also teilweise muss ich zum Beispiel sagen, mit die besten Sachen an dem Film waren die Jump'n'Run-Sequenzen. Oder generell alles, was als so eine Action-Sequenz deklariert werden kann, weil A, natürlich die Kameraführung teilweise herausragend war. Also gerade wenn es darum ging, so One-Shots zu machen und dann wie eben auch die Kamera um die Charaktere geführt wurde. Ich meine, eine hervorragende Szene am Anfang ist natürlich
dann, wenn Mario und Luigi zu ihrem ersten Job eben als Klempner gehen und dann der Wagen nicht anspringt und sagen, okay, wir machen das jetzt einfach zu Fuß, und das Ganze wechselt in eine so eine 2D-Ansicht, bei der Mario dann es eben schafft, über gewisse Elemente drüber zu springen. Eine Baustelle zu nehmen ist zum Beispiel auch eine gute Referenz an das klassische Donkey Kong, beziehungsweise eben noch vor allem das Donkey Kong auf dem Game Boy. Auch, dass dann am Ende es so ein Castle-Burger-Restaurant-Place ist und er dann an dem Schild an der Stange eben runterrutschen kann, als wäre es irgendwie so ein klassischer Mario-Level. Das waren wirklich, finde ich, schöne, visuell, ich will jetzt nicht sagen innovativ, aber auf jeden Fall interessante Möglichkeiten, dass die Elemente aus dem Spiel in so eine, in Anführungszeichen, realistische Welt irgendwie mit einzubringen. Ne, oder auch, wenn es diesen Hindernisparcours gibt, den er irgendwie schaffen muss, wenn du auch bei den Kongs ankommst und du hast diese Mario Kart-Sequenz, wo er von dem einen Typen rumgefahren wird und ist so krass am Driften. Und die Sache auch einfach, wie das nur editiert ist, wie gut lesbar die komplette Action in diesem Film ist, wie du immer jederzeit weißt, wo alle Charaktere sind, was gerade passiert. Das ist auch in der Sequenz, wenn sie diese Mad Max Rainbow Road Sequenz haben und die verschiedenen Charaktere werden dann eben angegriffen und verfolgt, und du hast dann eben auch, dass Mario und Peach und Toad und Donkey Kong getrennt sind und du weißt trotzdem jederzeit, wo die ganzen Figuren sind, und eben auch so der Wechsel immer wieder zu Bowser und Luigi und so alles hin und her in der Handlung. Das ist kompetent. Das ist auf jeden Fall kompetent gemacht, aber mehr auch einfach nicht. Mehr auch nicht. Es ist so eine 0815-Erzählung, es ist eine 0815-Handlung, und das Problem, was ich hauptsächlich habe, während eben so das Editing und eben auch die Animationen wirklich gut sind, ist das eigentliche Skript. Ich will nicht sagen, das ist keine Katastrophe, aber es ist eben schmerzhaft mittel- oder sogar eher unterdurchschnittlich, weil du merkst, dass sie einfach nur versucht haben, bestimmte Elemente mit reinzubringen. Dass die Frage nie war, okay, wie entwickelt sich der Plot basierend darauf, okay, das ist irgendwie das Hauptszenario, was wir haben, oder das ist das, was wir mit den Charakteren machen wollen. Das ist die Charakterwandlung, die wir haben wollen. Und dann lassen wir das Ganze irgendwie organisch mal mitgehen, sondern du hast wirklich eher das Gefühl, das sind diese Beats, die wir in der Handlung haben, und das muss jetzt hier hingehen und das muss hier hingehen. Okay, Mario kommt an und trifft auf Peach, und wir müssen jetzt eine Möglichkeit haben, dass wir bringen das noch mit Donkey Kong irgendwie zusammen. Das heißt, sie muss zu den Kongs gehen, um mit ihnen zu interagieren, dass sie ihr helfen, gegen Bowser vorzugehen, wo du dann eben auch denkst, so, das ist doch schon ein bestehendes Konzept, eine bestehende Welt, die müssen das doch schon eh längst wissen und irgendwie doch mit zusammenarbeiten. Warum geht sie dann sowieso nur alleine irgendwie los dahin? Warum muss es zu Fuß sein? Gibt es da nicht einfach irgendwie, da müsste es doch auch normale Transportmittel irgendwie geben? Und dann ist es so, Mario kommt an und direkt ist es, oh mein Gott, jemand, der so ist wie ich. Und anstatt auf diesem Punkt erstmal drauf zu bleiben und irgendwie dieses Charakterelement irgendwie reinzubringen, ist es dann, nein, du musst sofort mit mir kommen, aber damit du mit mir kommen kannst, musst du ein Hindernisparcours bewältigen können. Und es ist so, wofür? Warum? Das ergibt so von der Handlung her überhaupt keinen Sinn und geht viel zu schnell voran, hat so ein viel zu schnelles Tempo. Das hat mich ehrlich gesagt in dem Moment erinnert an Rise of Skywalker, der grauenhafte letzte Star Wars Film, wo sich so auch die erste Stunde vom Film einfach anfühlt wie Setpiece, 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 und pausenlos die ganze Zeit einfach nur von einem Punkt zum nächsten, ohne dass die Charaktere wirklich, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt die logische Abfolge, dass Charaktere sich halt wirklich erstmal unterhalten können und die Handlung natürlich zu diesen Punkten führt, sondern es muss einfach schnell abgearbeitet werden. So, wir brauchen diesen Hindernisparcours, wir müssen jetzt so eine Montage-Sequenz drin haben, wo du dir auch denkst, warum sollte Peach überhaupt jetzt die Zeit verschwenden, warum sollte sie die ganze Nacht wach bleiben, wenn es jetzt darum geht, am nächsten Morgen eigentlich zu den Kongs aufzubrechen, nur weil jetzt irgendwie dieser eine Typ mal kurz vorbeigekommen ist. Und das ist einfach nur, ja, damit wir halt diese Sequenz haben als Setpiece und damit wir das Power-Up-System in der Handlung etablieren und einführen können. Dafür ist das dann irgendwie da. Und dann, ja, wir müssen halt irgendwie die Kongs haben, wir brauchen irgendeine Ausrede, um Donkey Kong drin zu haben. Okay, dann gibt es halt diesen Wettbewerb und Mario Kart haben wir gerne drin, also sind die Kongs auf einmal für die Karts zuständig hier in dieser Welt. So, okay, an sich kannst du ja machen mit den Figuren, was du willst, ist vollkommen okay, aber dann sind die auch für die Handlung vollkommen irrelevant. Dann hast du diese, oh, wir bauen das jetzt auf, wir haben jetzt euren Trust geholt, wir haben uns jetzt diese Autos gebaut, dann fahren wir los und sofort werden wir alle festgenommen und dann war eigentlich an sich alles egal. So, an sich ist es dann, oh, Peach ist dann bei Bowser sowieso alleine, schafft es dann natürlich auch, sich dementsprechend zu befreien, und Mario kommt mit Donkey Kong am Ende irgendwie noch hinzu. Und das ist so, dass auch noch versucht, diese kleine Freundschaft, Rivalität zwischen Mario und Donkey Kong aufzubauen, was auch so wirklich so 0815 ist und nicht mal wirklich gut und interessant, und dann diese Parallele versucht
aufzubauen, so, oh ja, mein Vater nimmt mich irgendwie nicht so zu 100% ernst, was auch im Film kaum etabliert ist. So am Anfang ist es, du hast dieses eine Essen mit der Mario-Familie, wo ich auch denke, so, okay, warum ist Borat der Onkel von Mario, was ist irgendwie da passiert? Generell finde ich es eine verpasste Chance. Ich meine, ich finde es ganz cool, dass sie halt Charles Martinet am Anfang als ein Cameo eingebaut haben und generell diese ganzen Referenzen, die sind auch cool. Vor allem Sachen, die so mehr im Hintergrund passieren, das ist so dieses Punch-Out-Pizzeria, da hast du dann irgendwie so einen Duckhand-Laden, irgendwelche anderen kleinen Arcade-Referenzen oder sowas, ne, eben auch Spike von Wrecking Crew oder dass du, ich glaube, das Car-Wash-Ding ist dann eben auch Balloon Fight, das Logo gewesen und sowas, ne, das sind die ganz coolen Sachen, aber ich hätte es irgendwie besser gefunden, so Charles Martinet als Marios Vater zumindest zu nehmen. Ich hätte es ziemlich lustig gefunden, wenn er einfach den Eddie Murphy gemacht hätte und hätte die komplette Familie gesprochen, außerhalb von Mario und Luigi, so, aber es wird einfach nur so ganz kurz gezeigt, so, okay, wir brauchen irgendeine Motivation für diese Charaktere. Ah, okay, sie haben das Business und der Vater ist jetzt auch nicht wirklich so super enttäuscht oder so super aggro. Es ist halt fast schon mehr, dass Mario irgendwie das Gefühl hat. Und dann müssen wir ihn mit Donkey Kong gleichsetzen. Und das ist so auf dem Level von irgendwie Batman wie Superman, wo wir so, ah, unsere Mutter hat denselben Namen und deswegen fühlen wir uns miteinander verbunden. Und hier ist es dann so, mein Vater mag mich nicht, mein Vater mag mich auch nicht. Okay, alles klar, brauchen wir das irgendwie noch weiter untersuchen? Nein, brauchen wir nicht. Auch auf Luigis Seite ist es so, oh, er hat irgendwie Angst, aber es wird nicht wirklich etabliert, sondern es ist für uns als Leute, die das Universum kennen und die halt Luigi kennen und Luigis Mansion eben kennen, wir wissen so, ah, Luigi ist der Charakter, der als ängstlich dargestellt wird, aber vor allem auch nur mehr in diesen Titeln eigentlich. Und in der Handlung selber wird das kaum etabliert am Anfang. Da gibt es eigentlich nicht diesen großen narrativen Punkt, wo das gezeigt wird als Fehler, sondern er ist einfach nur mehr der Bruder, der dann ein bisschen, oh, Angst hat, in den Gulli reinzuspringen, macht's aber dann trotzdem. Und dann wird das so als Plotpunkt genommen, oh, jetzt schaffe ich es aber auch, mich irgendwie hinter meinen Bruder bzw. vor meinen Bruder in diesem Finale reinzustellen. Und das sind keine schlechten Sachen, ne? Das sind keine schlechten Sachen, aber das ist dieses 0815, so, ich habe mal mein Screenplay Writing 101 in der Uni besucht und mir wurde irgendwie so ein bisschen Setup, Payoff und Character Arcs und so beigebracht. Und alles davon ist aber nicht wirklich genug etabliert, nichts ist davon wirklich untersucht und es meandert einfach nur so vor sich hin. Wo ich so, wie gesagt, die Animationen sind gut gemacht, der grundlegende Soundtrack ist, wenn sie wirklich die Mario-Musik benutzen oder die Donkey Kong-Musik benutzen, dann ist das wirklich gut. Die restliche Musik vom Film ist halt kompetent gemacht, aber auch 0815 Filmmusik. Richtig schlimm sind die kompletten 80er-Jahre-Tracks, die sie benutzt haben. Das passt überhaupt nicht da rein, das ist einfach so ein Illumination-Ding. Gerade den besten Track vom Spiel, wenn sie in dieser Donkey Kong Welt ankommen, das ist der beste Track aus dem kompletten Film, aus diesem kompletten Film-Soundtrack. Und der wurde kurz vorher scheinbar jetzt einfach nur ausgetauscht. Und was sie benutzen, ist Take On Me, wo es so, was ist überhaupt, warum überhaupt? Ist es so, der Kong, den sie da haben, der hat einen 80er-Jahre-Blazer an und deswegen Take On Me oder ich nehme dich irgendwie, ich fahre dich hier irgendwie lang, was aber auch nicht mal wirklich zu dem Song passt. Und die restlichen Tracks, die sie benutzt haben, sind auch, das ist auf so Suicide Squad Level, wo wir so, oh, wir sind in Brooklyn, No Sleep Till Brooklyn. Boah, crazy. So, als ob du 3 Sekunden überlegt hättest, was es da für eine Songauswahl wäre, anstatt tatsächlich mit der Filmmusik zu arbeiten oder halt noch mehr zu machen. Du hast doch so viel an Musikhistorie aus den Mario-Spielen oder beziehungsweise aus den Nintendo-Spielen heraus und der Film zeigt ja teilweise, was du richtig cool mit dieser Musik machen kannst und das irgendwie einfach noch so ein bisschen mehr zu etablieren, wäre halt hervorragend gewesen. Und das, woran ich gar nicht erst anfangen will, ist halt wirklich über die weitere Narrative irgendwie nachzudenken, wo du irgendwie so, dass jetzt hier etabliert wird, oh, Peach ist eigentlich auch aus der menschlichen Welt oder so und ist dann irgendwie hergekommen. Und es ist so, ja, wenn du das doch weißt, wenn du doch selber daran Erinnerungen hast, wie du aus dieser Röhre kamst und von den Toads aufgenommen wurdest und du hast dich gefragt, wie die restliche Welt irgendwie aussieht, die Röhre ist noch da, die ist frei verfügbar. Da kannst du auch einfach so, das wurde nie irgendwie etabliert zu sagen, ja, du kommst nur in diese eine Richtung hier rein und du kannst nicht wieder zurückgehen, ne, bis es dann der Film am Ende den gigantischen Bullet-Builder irgendwie reinfahren lässt und dann alles implodiert und die Welten miteinander gemixt werden und auch
Bowser's Castle in Brooklyn rauskommt und von der Größe her eigentlich tausende Menschen hätten sterben müssen in dem Moment, aber der Film ignoriert das einfach, zeigt es nicht. Es hätte auch eigentlich sofort irgendwie zumindest Polizei oder irgendwie schon die erste Armee anrücken müssen, aber ist auch vollkommen egal. Alle Leute sind nur, yay, cool, Mario, Luigi, ihr habt uns gerettet vor dieser existenziellen Gefahr, die wir gerade erst erlebt haben und eigentlich verarbeiten müssten. So, das ist, du darfst einfach nicht über die kompletten weiteren Implikationen von dieser Handlung nachdenken und irgendwie so, warum hat Peaches dann nie versucht, irgendwie zurückzukommen? So, warum musste dieser das überhaupt gemacht werden? Wo du dann eben auch so, oh, Mario, da ist jemand genau wie ich, und dann wird's fallen gelassen. Dann wird dieser komplette Ansatz von, oh, ich frag mich, wo ich herkomme und wer ich irgendwie bin, das wird einfach wieder fallen gelassen, weil wir müssen zum nächsten Ding. Weißt du, wir müssen zeigen, wie die Feuerblumen funktionieren, und wir müssen irgendwie zwischendurch Sequenzen haben, wo, haha, guck mal, was für einen erwachsenen Humor wir haben, dass irgendwie das süße Sternenvieh die ganze Zeit davon spricht, dass es gerne sterben möchte. Es ist halt so ein Mischmasch im Endeffekt davon, und auch von den Performances muss ich halt ganz ehrlich sagen, also ich glaube, Toad war tatsächlich das Beste aus dem ganzen Film. Seth Rogen war eine Katastrophe, dass sie sogar seine wirklich echte Lache, dass es nicht mal Seth Rogen einfach schafft, zumindest für einen Animationsfilm eine andere Lache zu benutzen. So, das geht. Du bist nicht genetisch daran gebunden, nur deine eigene natürliche Lache zu benutzen. So, gerade wenn du einen Charakter wie Donkey Kong sprichst und dann hast du trotzdem, dass Donkey Kong am Lachen ist, und du hast dieses Auspufflachen von Seth Rogen, dass er dann irgendwie so macht. Und dann sagst du so, gib dir doch mal zumindest irgendeine Mühe da dran. Chris Pratt als Mario, wirklich auch nur am Anfang hatte ich noch das Gefühl, dass er versucht, ne, abseits von der Werbung, wo sie natürlich die Akzente aufdrehen als Gag, um das dann eben auch so zu etablieren, hahaha, die sprechen eigentlich ganz normal. Aber dann hat er gerade am Anfang immer noch so einen Akzent irgendwie drin, und an sich wäre es auch vollkommen passend gewesen, wenn sie schon Charaktere aus Brooklyn sind, zumindest vielleicht noch irgendwie so halbwegs einen Akzent da irgendwie drauf zu haben, aber nein, er und Charlie Day, und ich mag Charlie Day auf jeden Fall, aber auch hier ist es so, es kommt nicht wirklich so Luigi rüber und es kommt auch nicht wirklich Mario rüber. Peach ist auch vollkommen in Ordnung, nichts Besonderes. Bei Cranky Kong habe ich das Problem, ich meine, ich mag auch Fred Armisen, mag ich, aber ich habe einfach das Gefühl, Cranky Kong wurde ursprünglich geschrieben für Gilbert Gottfried, der dann halt leider gestorben ist und eben nicht mehr daran teilnehmen konnte. Und selbst Jack Black ist so, ich liebe diesen Mann hervorragend, und auch die Musikeinlage, die er macht, die ist an sich gut, aber es ist nicht Bowser in dem Moment. Es ist einfach Jack Black, der Jack Black einfach macht, der einfach einen seiner klassischen Shenanigans macht, die aus dem Kontext rausgegriffen auch hervorragend sind, aber halt nicht wirklich in diese Figur reinpassen. Und er hat teilweise Momente, auch gerade am Anfang, wo das stimmlich wesentlich besser rüberkommt und dann aber oftmals irgendwie in Jack Black wieder reinrutscht. Und das sind halt so Sachen, wenn ich das dann zumindest von den Snippets, die ich gesehen habe, gerade mit der japanischen oder gerade mit der französischen Synchro vergleiche, wo eben Leute versuchen, die Charaktere einzunehmen und halt wirklich so, okay, wie würde sich entweder angelehnt an die Spiele, wie sie da klingen, oder eben, wie würde sich eben so eine Figur anhören. Und hier in diesem Film, ich meine, Jack Black hat noch, also Keegan-Michael Keane hat die größte, ne, das war wirklich, den habe ich als Toad nicht wiedererkannt. Den habe ich in seiner Stimme, habe ich ihn nicht wiedererkannt. Ich weiß nicht, ob sie halt noch so Pitch-Shifting und sowas gemacht haben, aber der hat wirklich gevoice-acted. Der hat wirklich gevoice-acted und die 120% in jeder Situation gegeben. Und bei allen anderen war es eben so, ja, es war gut und es war auf jeden Fall nichts Schlechtes, nichts Schlimmes dabei oder so. Zum Glück diese ganzen Cringe-Sachen, die sie in den Mario-Trailern gezeigt haben, die waren nur in den Trailern drin. Ich weiß nicht, ob das ursprünglich im Film drin war und dann haben sie es wieder rausgenommen, ne? Dieses Mushroom Kingdom, here we come oder here I come oder so. Das war nicht drin im Film, dieses, wenn er gegen Donkey Kong antritt und dann let's go. Das ist auch zum Glück nicht drin. So, du hast Sachen, wo er irgendwie irgendwo drüber springt und in Zeitlupe Mama Mia ruft, aber okay, das passt dann irgendwie noch. Aber es geht halt, bis auf diese ein, zwei Rollen, würde ich sagen, nie über halt einen Standard hinaus, wo es dann eben mehr wirklich diese Celebrity-Voice ist und nicht versucht wird, einen Charakter einzunehmen und halt einen Charakter zu spielen und etwas ist, was halt richtige Voice-Actor
Gesichter aus der Szene, ne, gerade eben Leute, das ist halt die Scheiße, dass du für so einen Film irgendwie immer die bekannten Promis nehmen musst und halt nicht Leute, die halt wirklich ihr Leben damit verbringen, Cartoons, Animes, ne, oder halt generell oder Spiele, Animationsserien zu vertonen, und du hast so viele Leute aus dieser Industrie, die dutzende Charaktere, teilweise gibt es Leute, die in einer Serie 20, 30 Figuren sprechen, die sich alle unterschiedlich anhören. Und dass dann solche Talente nicht genutzt werden, die dann halt wahrscheinlich auch mehr versuchen würden, da reinzugehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die vielleicht dann bei der Voice Direction eher dazu angehalten werden, mehr ihre natürliche Stimme zu benutzen, damit du die irgendwie besser vermarkten kannst. Und das ist so, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ne, es ist kein schlimmer Film oder so, deswegen für mich ist es einfach nur schmerzhaft, weil du kannst auf jeden Fall damit mehr machen. Und gerade was das Scripting, ne, so die Animationsarbeiten, hervorragend. Alle Leute, die daran beteiligt haben, haben einen super Job gemacht, ne? Und habe ich auch, glaube ich, am Anfang gut genug drüber gesprochen. Aber der Rest davon ist halt wirklich so 0815. Und wenn du keinen Bezug zu den Spielen hast, wenn du halt auch nicht weißt, wie Sachen funktionieren sollten, wenn du halt irgendwie schon das Gefühl für diese Welt hast und du guckst das eben mehr als dein, eben auch für diese Brand Recognition und alles, kann ich vollkommen verstehen. Wenn ich ein normaler Filmkritiker wäre, vor allem halt der auch ein Kritiker, die dann auch mehr Bezüge haben, die auch mehr Ahnung eben von Filmen haben und dann eben auch mal drauf gucken, gerade eben auf sowas achten wie das Scripting und sowas, dann kann ich vollkommen nachvollziehen, dass da die meisten davon den, ne, das ist halt ein Rotten Tomato Score von, was ist das, irgendwie so 50%, dass halt die Hälfte von denen den Film nicht wirklich mochte, was ja immer noch die andere Hälfte übrig lässt, die den Film dann tatsächlich mochten. Das ist nicht so, dass irgendwie alle Kritiker den Film irgendwie scheiße fanden oder so. Und das ist vollkommen nachzuvollziehen. Und dass dann eben, wenn solche Debatten und irgendein Geschisse nachher wieder aufkommt, dass halt nur auf diesen Score geguckt wird und nicht tatsächlich auf das, was Leute sagen. Und auch dann keine Argumente irgendwie anbringen, sondern einfach nur, ja, was hast du denn erwartet von dem Film oder so? Ich habe vielleicht einen guten Film erwartet. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich gewisse Ansprüche habe oder dann eben auch den Film für sich genommen, die Probleme. Und ich meine, ich bin da jetzt, glaube ich, ausführlich genug drauf eingegangen. Und da kann man dann auch gerne, ich bin da, hey Leute, ich liebe es zu diskutieren. Ich liebe es, über die Sachen zu sprechen. Aber dann bringt mir eben auch Gegenargumente oder bringt mir halt generell Argumente, Sachen, die ich auch nicht gebracht habe. Und dann lese ich mir das gerne durch und dann gehe ich eben auch darauf ein. Aber halt immer dieses grundlose zwei Sätze irgendwie dazu sagen, das bringt nichts. Da kommen wir einfach nicht weiter. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ich habe das Gefühl, der Film könnte jetzt so, ich weiß nicht, ob es das Iron Man der Videospielindustrie sein wird, wo wir jetzt langsam vielleicht dazu hinkommen, ne? Genauso wie Comic-Verfilmungen diese sehr schwierige Phase hatten, wo sie nicht ernst genommen wurden, wo dann eben auch, ne, die Budgets und eben alles Mögliche nicht wirklich reingesteckt wurde. Und dann nach Iron Man war es auf einmal so, oh, okay, holy shit, das kann erfolgreich sein. Und wenn wir da eben auch ein bisschen mehr Budget und Zeit und Ernsthaftigkeit da irgendwie dahinter reinstecken. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass wir einfach wieder ein zweites Marvel haben im Videospieluniversum. So, bitte, bitte nicht. Aber wenn mehr Projekte irgendwie gemacht werden können, dann auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass gerade eben der Animationsbereich für viele Sachen wesentlich besser geeignet ist. Hätte ich noch mal gerne sowas wie den ursprünglichen Super Mario Brothers Film, so fucking weird wie der ist? Auf jeden Fall. Aber das ist ein Film, der konnte nur damals so gemacht werden. So, das ist auf die Art und Weise würdest du auch heutzutage niemals wieder einen Film bekommen. Der ist halt sehr in seiner, auch von der gerade der ganzen Atmosphäre, Machart, wie er eben aussieht. Das ist ein Film, der in seiner damaligen Zeit eben verankert ist. Aber ich hätte auf jeden Fall wieder gerne mehr Projekte. Und ein Film, der zum Beispiel rausgekommen ist, den ich auch relativ kompetent fand, den ich auch besser fand als den Mario-Film, ist der Tetris-Film, der auf Apple Plus rausgekommen ist. Und falls ihr dazu eine Kritik von mir eben hören möchtet, eben auch so, wie ich das dann vielleicht mit den, was heißt vielleicht eben, ich mache das in dem Fall, dass ich es eben auch mit den wahren Begebenheiten dann vergleiche und da eben auch so die Kritik auch von der Seite ein bisschen drauf achte, dann habe ich just in diesem Moment, zeitgleich zu diesem Video, ist auf meinem Patreon, patreon.com, die beste Möglichkeit, meine Arbeit dort zu unterstützen, das Ganze, was ich hier mache. Das ist der einzige Grund, warum ich das, den ganzen Kram hier überhaupt hauptberuflich machen kann, warum ich euch so viele Inhalte auch gratis hier auf dem Zweitkanal und den anderen Sachen eben zur Verfügung stellen kann, liegt daran, dass es genügend Leute gibt, die meine Arbeit auf Patreon unterstützen. Und falls ihr das auch gerne machen möchtet, damit ich eben mehr machen kann, damit ich noch mehr Dinge umsetzen kann. Es wäre hervorragend, wenn ich es irgendwann mal schaffen könnte, irgendwie einen Editor oder so zu bezahlen, dass ich A, nicht irgendwie 150 Stunden die Woche arbeiten muss und B,
B tatsächlich mehr irgendwie Sachen mache. Geht gerne auf patreon.com/backups vorbei, ist ganz unten verlinkt. Und da findet ihr jetzt just in dem Moment eben auch eine Review zu dem Tetris-Film. Könnt ihr euch dann da gerne anhören. Ist auch nochmal extra verlinkt. Und ansonsten schreibt mir gerne eure Eindrücke zu dem Super Mario Brothers Film. Und dann können wir da gerne drüber diskutieren, solange ihr eben wirkliche Argumente dann eben auch vorbringt. Aber ja, das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.